In der 10. Runde des Kandidatenturniers gab es eine Partie, die es so richtig in sich hatte. Und das ist die Partie zwischen Wang Hao und Alexander Krychuk. Für den Tabellenstand nicht besonders wichtig, aber das hielt die Spieler da nicht davon ab, hier alles zu geben. Und lasst uns zusammen einsteigen und diese Partie uns anschauen. Übrigens, als kurze Info, ich habe auch die andere Partie, die tatsächlich wichtiger war für die Tabelle, Nepomische gegen Alexenko, auf diesem Kanal analysiert. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Jetzt also Wang Hao gegen Alexander Krychuk. Erstens E4, E6. Krychuk bleibt der französischen Verteidigung treu, die er auch schon gegen Alexenko zwei Runden zuvor gespielt hat. Springer C3, Springer F6, E5, Springer FD7. Und jetzt der eher seltene Zug Springer C nach E2 von Wang Hao, Springer C2 und die Idee sehen wir direkt in der Partie. Nach C5 kann Weiß C3 spielen und so hier die Bauern stützen und diese ganze Kette aufrechterhalten und intakt halten. Springer nach C6 und jetzt F4. Weiß baut sich hier ein sehr starkes Zentrum auf und stellt die Entwicklung erst einmal zurück, um wirklich hier dieses Zentrum ganz massiv zu halten. Läufer nach E7, Springer nach F3. Hier ist der Hauptzug kurz hoch Hade. Krychuk spielte F6. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das noch seine Vorbereitung war, aber das ist ein typischer Hebel, um irgendwie die Bauern anzugreifen, versuchen mit der Öffnung der Linien Probleme zu stellen, solange Weiß noch in der Entwicklung hinten ist. Denn Weiß hat den König noch im Zentrum und so schnell wird der König dort auch nicht wegkommen, weil der Läufer kann aktuell auch nicht entwickelt werden. Läufer nach E3 von Wang Hao, kurz hoch Hade, G3, jetzt soll der Läufer also nach G2 oder vielleicht auch H3 entwickelt werden und dann möchte Weiß kurz hoch hier. Und wenn Weiß das alles schafft, dann steht Weiß gut, aber das braucht noch ein wenig Zeit und diese Zeit nutzt jetzt Krychuk, um Fragen zu stellen. Dame B6 greift den Bauern auf B2 an, Dame nach D2 und hier dachte Krychuk sage und schreibe eine Stunde und 12 Minuten nach. Eine Stunde und 12 Minuten, wenn man der Übertragung trauen kann, was ich allerdings tue. Für den Zug C schlägt D4 ein guter Zug und der richtige Zug, aber das ist einfach zu viel Zeit und die Zeit sollte Krychuk später in der Partie fehlen. C schlägt D4, Weiß schlägt zurück. Weiß kann nicht gut mit dem C-Bauern widerschlagen, denn dann schlägt Schwarz auf E5. Hier kann Weiß nicht mit dem F-Bauern schlagen. Der Springer wäre angegriffen. Nach D schlägt E5. Kommt der Läufer nach C5 und Schwarz kann seine Figuren ins Spiel bringen. Und Weiß hat Probleme, da er immer noch mit dem König im Zentrum hängt. Wang Hao schlug mit dem F-Springer auf D4. Es wäre wohl besser gewesen, Springer E schlägt D4 zu spielen. Und ich denke, hier hatte Krychuk sehr lange über die Folgen von diesem Zug nachgedacht. F schlägt E5, Springer schlägt E6. Und jetzt hat Schwarz den schönen Zug D4. Weiß kann den Bauern nicht schlagen, denn nach C schlägt D4 spielt Schwarz Läufer nach B4, fesselt und gewinnt die weiße Dame. Also müsste Weiß Läufer F2 spielen und jetzt Turm nach E8. Und die Störung ist sehr unklar. Der Computer gibt hier Ausgleiche, aber es ist klar, dass es hier eine wilde und komplizierte Stellung ist. Und vermutlich hatte Krychuk bei seiner langen Denkpause über diese Stellung auch nachgedacht. In der Partie kam es anders. Springer F schlägt D4 und hier wählte jetzt Krychuk nicht den richtigen Zug. Der Bauer auf E6 hängt. Aber Schwarz hätte diesen Bauern mit Läufer C5 indirekt verteidigen können. Weiß kann auf E6 nicht schlagen, weil dann Weiß den Läufer auf E3 verliert. Läufer C5 wäre stark gewesen. Das Zentrum ist nach wie vor unter Beschuss. Und wenn Weiß auf F6 schlägt, kommt der Springer nach F6, eventuell nach E4. Und nach wie vor, der weiße Königsflügel und der weiße König stecken noch im Zentrum. Und Schwarz kann weiter öffnen mit E5, sieht sehr vielversprechend aus. Genauso auch noch kurz in dieser Variante Läufer C5, falls B4, dann könnte Schwarz hier die Figur opfern mit Springer schlägt B4 und wiederum das Zentrum sprengen. Und ich sage ganz ehrlich, ich möchte hier nicht in der weißen Haut stecken. Schwarz hat bereits mehrere Bauern, der König im Zentrum sieht auch sehr gut aus für Schwarz. Also das war eine gute Gelegenheit für Alexander Krychuk, hier die Initiative zu übernehmen mit dem Zug Läufer nach C5. Stattdessen Springer nach C5.
Jetzt E schlägt F6, Läufer schlägt F6. Die Lage beruhigt sich ein wenig. Weiß hat sich stabilisiert. Springer nach B3 nutzt hier diese Fesselung aus. Aber Schwarz kann sich mit Springer E4 erfolgreich entfesseln, greift auch die Dame auf D2 an. Falls jetzt Weiß auf B6 schlagen würde, Springer schlägt D2, Läufer C5, dann könnte sich Schwarz hier auch ganz gut aus der Affäre ziehen mit Springer schlägt F1, Läufer schlägt F8, Springer nach E3, droht Springer C2 Schach. Schwarz gewinnt die Qualität zurück und am Ende haben wir eine ausgeglichene Stellung auf dem Brett. Wang Hao wollte die Partie lieber komplex halten und das auch zu Recht. Dame D3 ist ein etwas ambitionierterer Versuch. Und nun Dame nach C7, Läufer nach G2, Springer nach D6 und Läufer nach F2 zurück. Hier prophylaktisch zieht Weiß aus diesem Springerzug. Springer C4 kam trotzdem in der Partie, greift den Bauern an auf B2 und Weiß spielt die Dame zurück nach C2, um den Bauern zu decken. Jetzt Springer nach E7, will hier den Springer auf bessere Felder manövrieren. Kurz Rochade, beziehungsweise nicht um den Springer manövrieren, sondern tatsächlich E5 spielen. Das war hier die Idee, um den Läufer zu unterstützen, nach F5 zu kommen. Und übrigens ein kurzer Hinweis, die Engine leistet, macht gerade nicht mehr allzu viel, aber aktuell ist die Störung ungefähr ausgeglichen. So viel kann ich euch verraten. Und wenn sich die Störung drastisch verändert, werde ich das natürlich auch sagen. F schlägt E5, Läufer F5 und hier hatten beide Spieler noch unglaublich wenig Zeit auf der Uhr. Wenige Minuten. Und es ist eine wahnsinnig komplizierte Stellung. Und Wang Hao entschloss sich jetzt zu einem Damenopfer. Mit E schlägt F6, opfert die Dame auf C2. Das kann man machen, muss man aber nicht. Es wäre tatsächlich objektiv besser gewesen, die Dame zurückzuziehen. Entweder nach C1 oder auch vielleicht sogar besser noch nach D1. Jetzt Läufer schlägt E5. Den Bauern hier auf D5 sollte man jetzt nicht unbedingt schlagen. Der Läufer ist eine sehr wichtige Figur. Auch verteidigt er den weißen König sehr zuverlässig. Stattdessen Springer ED4, den Springer ins Spiel bringen. Und Weiß steht gut. Weiß steht tatsächlich besser, hat hier die bessere Struktur. Falls Schwarz jetzt den Bauern auf B2 schlagen sollte, hat Weiß die Antwort Dame nach E2. Springer C4, Springer C5 nach vorne. Die weißen Figuren werden aktiv. Wenn Schwarz den Springer schlägt, schlägt Weiß nicht den Läufer auf E5. Das dachte ich erst, aber der Läufer ist natürlich verteidigt. Nein, die Idee ist, dass jetzt Weiß auf F5 schlagen kann und die Dame angreift. Und wenn die Dame zieht, dann schlägt Weiß auf E7 mit Schach, auf D5 mit Schach und sammelt den Springer auf C4 an. Also sehr taktische Stellung. Und ich glaube, das hätte auch die Spannung deutlich höher gehalten, in dem Sinne, dass es vielleicht noch viel mehr zu berechnen gibt für Krychuk und noch viel schwieriger zu spielen ist für Krychuk, für Schwarz. Folgen wir der Partie, aber auf jeden Fall für die Zuschauer hier spektakulär gespielt von Wang Hao. E schlägt F6, Läufer schlägt C2 und F schlägt E7. Der Bauer kommt auf die siebte Reihe, greift den Turm an und Schwarz kann den Bauer nicht direkt loswerden, denn das würde hier einen Springer kosten, den Springer auf C4, und hier hätte Weiß bereits drei Leichtfiguren für die Dame und würde damit klar besser stehen. Also stattdessen Turm F nach E8. Und jetzt spielt Weiß Springer nach F4, greift noch einmal diesen Bauern auf D5 an und Schwarz kann den Bauern auf E7 nach wie vor nicht loswerden, denn wenn der Turm schlägt, dann gabelt jetzt der Springer hier Dame und Turm und wiederum würde Schwarz Material verlieren. Also Springer B6, guter Zug von Krychuk. Und hier dachte Wang Hao 10 Minuten nach, er hatte tatsächlich noch ein wenig Zeit auf der Uhr, deutlich mehr als Krychuk auf jeden Fall. Und wählte hier allerdings die falsche Entscheidung. Springer schlägt D5 führt zu einer Verluststellung für Weiß. Der richtige Zug ist Läufer schlägt B6, hier den Springer abzutauschen und Dame schlägt B6, den Springer auf D4, auf dieses wunderbare Feld, auf diesen Stützpunkt zu ziehen. Und hier ist die Stellung ungefähr im Gleichgewicht. Läufer E4 beispielsweise, Springer schlägt D5, Läufer schlägt König H8. Weiß hat zwei Leichtfiguren und zwei Bauern, aber behält vor allem hier den sehr starken Bauern auf der siebten Reihe, ein Feld vor der Umwandlung, Turm nach F7. Und beispielsweise Dame schlägt B2 wäre hier nicht zu empfehlen. Turm AF1, es droht Turm F8 Schach. Alle weißen Figuren arbeiten zusammen, sehr aktive Stellung.
Das ist bereits besser für Weiß. Stattdessen würde hier Schwarz Dame D6 spielen, Läufer schlägt B7 und es geht so weiter und bei bestem Spiel von beiden Seiten wäre die Stellung ausgeglichen. Aber zurück zur Partie. Springer B6, Springer schlägt D5 von Wang Hao. Springer schlägt, Läufer schlägt, König H8 und ein Problem ist, dass hier auf jeden Fall der Bau auf E7 jetzt fallen wird. Den kann Weiß nicht halten und das ist ein wichtiger Trumpf in der weißen Stellung. Springer nach D4 greift den Läufer an auf C2. Schwarz könnte den Läufer zurückziehen nach G6, das wäre der simple Zug. Stattdessen spielt Krischuk Dame D7, was ebenso gut ist. Greift den Läufer an auf D5, C4 stützt den Läufer. Jetzt Läufer nach G6, Springer E6 und der Bauer fällt auf E7. Turm I1. Und jetzt begeht Krischuk einen Fehler oder sagen wir eine Ungenauigkeit, aber er macht es auf jeden Fall schwieriger für ihn, vor allem aus praktischer Sicht mit wenig Zeit auf der Uhr. Läufer F7 spielte Krischuk, besser wäre Läufer F5 gewesen. Selbe Idee, Springer dort vertreiben, das ist richtig, aber erlaubt eben nicht den Schlag, den Krischuk in der Partie zu sehen bekommt. Läufer F5, der Springer muss ziehen, Springer nach C5, Dame C7, Springer schlägt B7, gut um den Bauern auf B7. Danach kräht kein Hahn hier, das ist nicht weiter wichtig. Hier kann Schwarz weitere Figuren tauschen, Läufer G6. Zurückziehen, Turm E8 vorbereiten. Schwarz hat hervorragende Gewinnchancen in dieser Stellung. Das dürfte gewonnen sein. Folgen wir der Partie. Läufer F7 und Wang Hao mit unglaublich wenig Zeit auf der beide Seiten. Hier hatten wirklich jetzt absolut keine Zeit mehr. Spielt Springer schlägt G7. Wunderschöner taktischer Schlag. Es sollte, denke ich, nicht ganz reichen, aber es verwirrt Krischuk genug, dass er jetzt einen Fehler spielt. Jetzt vergibt Krischuk definitiv seinen Vorteil. Mit dem Zug Läufer schlägt D5. Turm schlägt E1 wäre besser gewesen. Läufer schlägt E1 und jetzt den Springer zu schlagen auf G7. Und das Beste, was Weiß hier wirklich tun kann, ist auf F7 zu schlagen. Und dann kommen wir in diese Stellung, in der Schwarz immer noch eine Qualität mehr hat. Und es sind Bauern an beiden Flügeln. Ich denke, Schwarz hat sehr gute Gewinnchancen hier nach wie vor. Vielleicht kann es Weiß halten. Aber es wäre definitiv nicht leicht und die beste schwarze Chance. In der Partie spielte Krischuk Läufer schlägt D5, was erst einmal sehr logisch aussieht. Einfach diesen Läufer zu schlagen. Aber Weiß tauscht auf E7 und aktuell hat Weiß nur eine Figur für die Dame. Aber jetzt arbeiten die weißen Figuren einfach perfekt zusammen. Springer nach F5 greift die Dame an und droht auch Läufer D4. Das heißt, wenn Schwarz einen, sag ich mal, unbedachten Zug spielt, wie Dame nach D7 hier, dann spielt Weiß Läufer D4 Schach und auf einmal ist der schwarze König matt gesetzt. Das meine ich mit perfekter Zusammenarbeit. Springer, Läufer und Turm nehmen hier sämtliche Felder des schwarzen Königs weg und der König ist matt. Also muss Schwarz diese Felder decken und spielt Dame nach F8, um hier sowohl das Feld H6 als auch natürlich das Feld E7 gedeckt zu halten. Jetzt trotzdem Läufer D4 Schach, König G8 und Weiß schlägt auf D5 und wiederum hat Weiß zwei Leichtfiguren und zwei Bauern, aber hier sind die Weißfiguren sehr aktiv, plus starker Freibauer auf der D-Linie und damit hat Weiß jetzt genügend Kompensation. Es ist eher Schwarz, der hier aufpassen muss. H5 mit Sekunden auf der Uhr findet hier Krischuk den richtigen Zug. Der König braucht Platz. H6 wäre ebenso gut möglich gewesen. D6, damit droht Weiß Springer E7 Schach, nebst Gewinn der Dame. Also muss der König aus dem Schachgebot ziehen. König nach H7, Springer E7 und jetzt Dame E8. Wichtig, Weiß muss hier das Feld F7, pardon, Schwarz muss das Feld F7 gedeckt halten, damit der Turm dort nicht hinkommt. Und jetzt spielte Wang Hao Turm F6. Der vermutlich beste Versuch wäre Turm F5 gewesen, hier den Turm so zu aktivieren, jetzt Turm nach D8 und beispielsweise Turm G5. Schwarz hat einzige Züge, aber es reicht gerade so, Dame F7, Turm F5 wieder zurück, es geht nicht weiter. Läufer E5 könnte Weiß probieren, aber auch hier einziger, oh gut, vielleicht nicht ganz klar einziger Zug, aber bester Zug wäre König H6 und letztendlich kann sich hier Schwarz verteidigen, hat auch die Möglichkeit, den Turm dann zu geben gegen den Springer. Und es sollte auch hier im Remis enden, aber hätte noch ein paar mehr Fragen gestellt in der Zeitnotphase. In der Partie Turm F6, Turm D8, Läufer C3
Und jetzt vereinfacht Schwarz mit Turm schlägt D6. Auch sonst hat Schwarz keine bessere Option. Turm schlägt D6, Dame schlägt E7. Turm zieht nach D4, König G6, A3. Dame E3 Schach mit Remisangebot. Schwarz hat zwar die Dame, aber Weiß hat alle Figuren auf den richtigen Feldern. Und das ist eine uneinnehmbare Festung hier. Der Läufer ist gedeckt, der Läufer deckt den Turm. Der Turm kann auf der vierten Reihe zum Beispiel pendeln. Hier ist absolut nichts zu machen für Schwarz. Und deshalb bot Grischuk Remis an, was Wang Hao auch akzeptierte. Denn Weiß kann genauso gut natürlich mit seinem offenen König hier nichts machen. Schwarz hätte immer ein Dauerschach. Eine sehr wilde, spektakuläre Partie mit Damenopfer, letztendlich hier Remis ausgegangen. Und Grischuk bleibt ein wenig glücklos in diesem Turnier, hat nach wie vor keine Partie gewinnen können. Hier hatte er eine große Chance mit der Dame mehr, aber dann fand Wang Hao Ressourcen noch mit Springerschlag G7 hier Probleme zu stellen und konnte letztendlich so noch einen Remis erreichen. Wie hat euch die Partie gefallen? Schreibt mir gerne eure Meinung runter in die Kommentare. Wie gesagt, den Pommerschi gegen Alexenko aus derselben Runde habe ich auch analysiert. Link dazu in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, für weitere Analysen, die in den nächsten Tagen online kommen. Und noch der Hinweis, in meiner Online-Schachschule Chessens gibt es gerade einen Rabatt von 15%. Code KANDIDATEN15 gilt für sämtliche Kurse und Trainingsprogramme und auch unter anderem den neuen Schacheinsteigerkurs, also für Leute, die komplett neu dabei sind beim Schach oder gerade erst angefangen haben, wieder einsteigen. Schach für Gewinner, all das findet ihr auf Chessens. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, ciao.